Guten Tag, herzlich willkommen zurück hier bei N24 und gleich blicken wir nach Berlin ins Bundesinnenministerium, wo Bundesinnenminister Thomas de Maizière erwartet wird. Warum das Ganze natürlich steht, dieser Montag im Zeichen der Aufarbeitung des G20-Gipfels, vor allem der Krawalle rund um den Gipfel in Hamburg. Und wir übertragen das Statement, sobald es losgeht, gleich hier bei uns im Programm. Und Minister de Maizière wird sich sicherlich auch zu der Taktik der Polizei äußern, zu den Einsätzen, die in den letzten Tagen ja auch kritisiert worden sind, nämlich dass ganze Stadtviertel irgendwie alleingelassen sein sollen von der Polizei, was die Sicherheitskräfte dem entgegenzusetzen haben, beziehungsweise die Sprecher, das hören wir jetzt. Chaoten wüteten im Hamburger Schanzenviertel, plünderten Geschäfte, legten Feuer. Erst nach 3 Stunden beendete die Polizei die Gewaltorgie. Viele Anwohner fühlten sich im Stich gelassen. Wie als wollten sie die Schanze am Freitag opfern dafür, dass sie in der Elbphilharmonie irgendwie einen schönen Abend haben können. Ich habe auch den Eindruck, als wenn man dieses Viertel hier opfern wollte. Den Vorwurf untermauert sogar ein Polizist. So habe der Schutz der Gipfelteilnehmer Priorität gehabt, sagt Jan Reinicke vom Bund Deutscher Kriminalbeamter. Wir hatten gar keine Chance, die Bürger zu schützen. Diese Aufgabe war gar nicht machbar. Die Einsatzleitung verteidigt sich, verweist auf die gefährliche Lage. Polizisten konnten nicht sofort einschreiten, weil Gewalttäter auf den Dächern Molotow-Cocktails warfen und mit Stahlkugeln schossen. Die Lageeinschätzung war falsch, sagt die Hamburger Opposition und fordert den Rücktritt von Bürgermeister Scholz. Das Kanzleramt sieht keinen Grund dafür. Schließlich habe man den Gipfel zusammen vorbereitet. Wir müssen jetzt zunächst einmal parteiübergreifend vorgehen gegen jede Form von Gewalt, rechte Gewalt, islamistische Gewalt und auch linksextremistische Gewalt. Das ist, glaube ich, die Lehre dieses Wochenendes. Die Polizei erhält auch viel Unterstützung. Fast 500 Beamte waren bei den Ausschreitungen verletzt worden. Vielen Dank an die deutsche Polizei. Unsere Demokratie braucht die Polizei, um die Werte der Demokratie zu beschützen. Und selbst im Schanzenviertel ist Lob zu hören. Also ich finde, die haben einen riesen tollen Job gemacht. Also Hut ab für die Leistung und es war einfach schwierig. Konsequenzen könnte es nun für das linksautonome Zentrum Rote Flora geben. Das hatte die Demo angemeldet, die am Ende in Gewalt ausartete. Betrachten wir das jetzt noch mal ein bisschen näher, gemeinsam mit Achim Unser für uns in der CDU-Zentrale in Berlin. Achim, wir haben gerade im Beitrag gehört, dass das Kanzleramt Olaf Scholz Rückendeckung gibt, das mitten im Wahlkampf. Wie kann man das also politisch übersetzen? Na, das gehört sich eigentlich so, weil immerhin war es Angela Merkel, die Olaf Scholz damals fragte, ob sie denn den G20-Gipfel in Hamburg austragen darf. Er hat dann Ja gesagt und insofern sind beide tatsächlich auch in der Verantwortung dafür, was dann jetzt am Wochenende passiert ist. Natürlich bekommt Olaf Scholz da jetzt mehr ab, vor allem deshalb, weil er eben kurz vor dem Gipfel relativ vollmundig gesagt hat, die Hamburger werden gar nichts davon merken, die werden am 9. Juli fragen, was, der Gipfel ist schon vorbei. Also er hat da diese Gefahr, dass es zur Ausschreitung kommt, doch ziemlich heruntergespielt, hat sich damit sehr weit aus dem Fenster gelehnt und hat damit jetzt natürlich danach dann auch die Quittung präsentiert bekommen bei Alt mit der ganzen Kritik, die an ihm jetzt gerade geäußert wird. Große Kritik herrscht auch in Bezug auf das Verhalten der Politik, vor allem Teile der Grünen, der Linkspartei und der SPD. Man habe das linke Auge zu lange verschlossen, eben vor solchem Extremismus. Was ist dran? Ja, diese Kritik kommt von Teilen der Union, aber auch von Teilen der Medien. Und vor allem die SPD reagiert darauf sehr heftig und empört. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz, der hat ja heute seine Sommerreise durch die Republik begonnen. Und er hat sich jetzt mittlerweile auch schon geäußert. Und er hat gesagt, er findet das einfach nur dumm, dass das Ganze jetzt für parteitaktische Scharmützel ausgenutzt wird. Natürlich habe man mit diesen Krawallmachern nichts zu tun. Und man habe die nie verteidigt. Das sei nie so gewesen. Und schärfste Verurteilung auch der Randalierer durch die SPD jetzt am Wochenende. Und insofern versucht natürlich die SPD hier diese Kritik, die an ihr geübt wird, sofort zurückzuweisen. Danke, Achim. Damit gehen wir rüber nach Hamburg zu Paul Willmann vor dem Polizeipräsidium. Paul, die Leidtragenden der Krawalle sind natürlich die Anwohner und Bewohner Hamburgs, aber auch die vielen Einsatzkräfte, knapp 500 Verletzte. Deshalb die erste Frage, wie schwer wiegen diese Verletzungen?
Ja, wir wissen inzwischen, dass es natürlich überwiegend leichtere Verletzungen sind. Es ist vor allem das größte Problem war, das hat man uns hier im Polizeipräsidium gesagt, tatsächlich der Zwillenbeschuss. Hier wurden kleine Stahlkugeln als Munition benutzt, die tatsächlich extra so konzipiert wurden, dass sie auch die Panzerung der Polizisten, der Einsatzkräfte durchschlagen können. Da gab es auch einige Bilder und Fotos, die da verbreitet wurden. Also das war tatsächlich eine hauptsächliche Gefahr, abgesehen davon natürlich auch immer der Flaschenwurf. Auch eine Flasche, wenn sie an der falschen Stelle mit der entsprechenden Wucht aufkommt, ist natürlich eine große Gefahr für die Einsatzkräfte. Und das ist auch das, was man hier eben immer wieder betont. Diese enorme Anzahl, fast 500, muss man dann doch die Frage stellen, inwiefern das überhaupt den polizeilichen Kräften zuzumuten war. Und man sagt jetzt natürlich, man muss das in Zukunft auch das Konzept überdenken. Insofern trotzdem weist man jegliche Kritik an der Einsatzstrategie von sich. Eine große Kritikfrage war, warum hat es so lange gedauert, bis das Spezialeinsatzkommando tatsächlich im Schanzenviertel vor Ort war? Das war eben so eine Art Patz-Situation, mit der man da umgehen musste. Man musste warten, bis sie da waren. Sie waren offenbar versperrt. Sie konnten nicht schnell genug dort sein. Und diese Kritik, die muss man sich mit Sicherheit gefallen lassen. Trotzdem haben wir gemerkt, dass gerade auch die Hamburger sich sehr, sehr solidarisch gezeigt haben mit den Einsatzkräften, Blumen vorbeigebracht haben. Es gibt unzählige Videos, die auch zeigen, wie die Polizeikräfte teilweise mit Applaus bedacht wurden in der Stadt. Auch hier im Polizeipräsidium beispielsweise. Wenn man ins Foyer kommt, sind einige Blumensträuße mit Botschaften, vielen Dank für den Schutz, vielen Dank für die Unterstützung angebracht. Also das ist schon auch eine breite Welle der Solidarität der Hamburger Bürger mit eben der Polizei. Paul, bei wem sieht denn mittlerweile an diesem Montag, also zwei Tage später, die Polizei Hamburg die Verantwortung, dass die Situation so eskalieren konnte, abgesehen natürlich von den Extremisten? Ja, abgesehen von den Extremisten äußert man sich da sehr, sehr zurückhaltend. Das ist ja eigentlich immer so in solchen Lagen, dass da gerade von der Polizei mit kaum Anschuldigungen gewissermaßen zu rechnen ist. Man verweist immer darauf, wie unübersichtlich dieser Einsatz war, wie schwer gerade war diese Guerilla-Taktik, die ja irgendwie angewandt wurde, dann tatsächlich dieser Taktik zu entgegnen. Viele Brandherde, viele verschiedene Stellen, viele Orte. Man konnte eigentlich gar nicht überall in der Stadt gleichzeitig sein. Das wird immer wieder herangeführt, was diesen Protest oder diese Lage eben so schwer gemacht hat. Und trotzdem ist, denke ich, klar, nach diesem Ausmaß hat sich ja doch gezeigt, wie schwer das eben für die Polizei war, dann immer auch eben entsprechend an Ort und Stelle zu sein. Und wir merken beispielsweise auch, dass jetzt die Fahndung nach wie vor anläuft, eigentlich erst so richtig und dann wohl noch einige Wochen auch und Monate dauern wird. Man muss jetzt unheimlich viel Videomaterial, Fotomaterial analysieren. Man hat auch die Bevölkerung gebeten. Viele Menschen haben Videos gemacht. Das war ja auch so ein Problem. Die Schaulustigen an den Orten, das haben wir auch, als wir eben an Ort und Stelle waren, immer wieder gemerkt. Unheimlich viele Hamburger Bürger waren einfach nur vor Ort, um das Ganze zu beobachten, das Ganze auch zu filmen. Und dann, das hat auch die Arbeit der Einsatzkräfte wirklich erschwert, denn sie mussten dann immer wieder trennen. Waren es Randalierer, sind das eben Menschen, von denen eine Gefahr ausgeht, oder sind das einfach nur Schaulustige letztendlich? Das war auch ein eindeutiges Problem für die Polizei. Und jetzt geht es eben darum, die Fahndung voranzutreiben. Jetzt müssen unzählige Videomaterialien ausgewertet werden. Es müssen Übereinstimmungen getestet werden. Es müssen Fotos verglichen werden. Und dann müssen eben auch Zugriffe folgen. Deswegen, das haben wir beispielsweise heute auch, gestern Abend auch noch in der Stadt bemerkt, es gibt immer noch Streifen, die durch die Stadt ziehen und dann hier und da auch das kontrollieren und vergleichen. Paul, an dieser Stelle muss ich dich leider unterbrechen, denn Bundesinnenminister Thomas de Maizière ist soeben ans Mikrofon getreten im Innenministerium in Berlin. Wir hören rein. Am vergangenen Wochenende, im Anschluss daran haben Sie Zeit für Fragen, Herr Minister. Der G20-Gipfel in Deutschland, veranstaltet in Hamburg, war inhaltlich ein großer Erfolg. Die Staats- und Regierungschefs haben einstimmig und nachdrücklich Terrorismus und seine abscheulichen Taten als eine globale Geißel verurteilt, die es gemeinsam zu bekämpfen gilt, und sie haben entsprechende Maßnahmen verabredet. Ähnlich gibt es Verabredungen zu freiem Handel und auch bis auf die Vereinigten Staaten die feste Verabredung zum Klimaschutz. All das wird bleiben und all das wird die Begleitumstände, über die wir in diesen Tagen zu Recht diskutieren, überdauern. Die Brutalität, mit der extrem gewalttätige Chaoten seit Donnerstag
in Hamburg vorgegangen sind, ist unfassbar und empörend und überschreiten in dieser Dimension selbst die Gewalttätigkeiten bei der Eröffnung der EZB in Frankfurt am Main. Das waren keine Demonstranten, das waren kriminelle Chaoten. Völlig enthemmte Angriffe gegen Menschen, gegen Sachen, Plünderungen und Brandstiftungen von Chaoten aus Deutschland und Europa können keinerlei politische Motive für sich in Anspruch nehmen. Personen, die Autos abbrennen und Personen, die Supermärkte plündern, sind keine Aktivisten oder G20-Gegner, wie sie immer noch aus dem linken politischen Lager beschrieben werden. Sie sind verachtenswerte, gewalttätige Extremisten, genauso wie Neonazis es sind und islamistische Terroristen. Jedwede Form von Rechtfertigungsversuchen aus dem politisch linken Spektrum sind blanker Hohn angesichts einer Vielzahl verletzter Polizisten und auch angesichts einer völlig willkürlich herbeigeführten massiven und mutwilligen Beschädigung am Eigentum unbeteiligter Dritter. Teilweise wurde vorgetragen, die Polizei habe provoziert, die Polizei habe zur Eskalation beigetragen. Hierzu stelle ich fest, wenn Polizeikräfte, Vermummte, die gegen das Verbot der Vermummung verstoßen, von anderen Demonstranten trennt, erfüllen sie einen gesetzlichen Auftrag. Man kann von Demonstranten erwarten, dass sie Vermummte nicht schützen und die Polizisten daran hindern, die Vermummten von den anderen Demonstranten zu trennen. Wer Vermummte und Chaoten deckt oder schützt oder ihnen logistische Unterstützung bietet, macht sich mitschuldig. Und wenn die Polizei Camps als logistischen Ursprung von solchen gewalttätigen Aktivisten verhindern will, erfüllt sie ebenfalls ihren gesetzlichen Auftrag. Die Durchsetzung geltenden Rechts ist keine Provokation. Das waren entgrenzte Gewaltexzesse aus Lust an Zerstörung und Brutalität, zum Leid der Einsatzbeamten und der Anwohner und letztlich auch zulasten all derjenigen, die in Hamburg und anderswo von ihrem guten demokratischen Recht Gebrauch machen und friedlichen Protest zum Ausdruck bringen wollten. Wir müssen auch über die europäische Dimension der Vorfälle reden. Nach Hamburg sind auch ausländische Störer, vornehmlich aus Nord- und Südeuropa, als Gewalttouristen getarnt oder als Gewalttouristen sich bezeichnend, in mittlerer dreistelliger Größenordnung angereist, obwohl die Grenzkontrollen, die wir zu diesem Zweck eingerichtet haben, zu Hunderten Zurückweisungen geführt haben. All das war ein Missbrauch auch der friedlichen Demonstranten, des friedlichen Protests, den es in Hamburg auch gab, und zwar allein schon zahlenmäßig größer war als der der Chaoten. Es ist gut, dass es zu Festnahmen kam, zu entsprechenden Festnahmen. Wir reden hier von schweren Straftaten. Ich erwarte, dass die Justiz mit aller Härte und Konsequenz die Ermittlungen aufnimmt und zu harten Urteilungen kommt. Auf Landfriedensbruch steht eine mehrjährige Haftstrafe als Konsequenz. Insgesamt zählen wir fast 500 verletzte Beamtinnen und Beamte. Allein bei der Bundespolizei gab es 118 Verletzte, von denen sich aktuell zum Glück nur noch 2 in stationärer Behandlung befinden. Ihnen und genauso allen anderen Kolleginnen und Kollegen, deren Genesung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, gelten meine allerbesten Genesungswünsche. Was Sie erlebt haben, werden Sie so schnell nicht vergessen. Und auch nicht so schnell wegstecken. Und das gilt auch für die, die keine körperlichen Verletzungen davongetragen haben. Den deutlich über 20.000 Polizistinnen und Polizisten, die durch ihr konsequentes Einschreiten Schlimmeres verhindert haben, gilt an dieser Stelle mein ausdrücklicher, herzlicher Dank. Sie und auch die Polizeiführung verdienen unser aller volle Unterstützung und Solidarität. Treffen von Staats- und Regierungschefs sind wichtige Treffen. Wir dürfen und wir werden nicht zulassen, dass eine Gruppe radikaler Gewalttäter, Brandstifter und Plünderer ernsthaft darüber bestimmen darf,
ob, wann und wo sich Staats- und Regierungschefs zu absolut notwendigen Gesprächen und Verhandlungen in unseren demokratischen Staaten zusammenkommen. Ein G20-Treffen kann nur in einer großen Stadt stattfinden. Mehrere tausend Delegierte, mehrere tausend Journalisten reisen an und müssen untergebracht werden. Jede Kritik an dem Tagesort verkennt Ursache und Wirkung. Es wird auch weiterhin in deutschen Großstädten solche Gipfel geben. Alles andere wäre eine Kapitulation des Rechtsstaats. Leider versuchen einige aus dem linken Spektrum immer wieder, Linksextremismus zu verharmlosen und zu legitimieren. Angesichts der Bilder aus dem Schanzenviertel in Hamburg ist überhaupt nicht zu verstehen, wie man auf die Idee kommen kann, Menschen, die bereit sind, Gehwegplatten von Hausdächern auf andere Menschen zu werfen, als politische Aktivisten zu bezeichnen. Oder gar zu sagen, sie tun das im falschen Stadtviertel. So etwas ist Vorbereitung zu versuchtem Mord. Als Demokraten müssen wir uns völlig einig sein. Extremisten dürfen wir in unserer Gesellschaft keinen Platz lassen. In allen Kriminalitätsbereichen, wie auch insgesamt in der Gesellschaft, stellen wir eine zunehmende Gewaltbereitschaft in Teilen der Gesellschaft fest. Ich habe das vorgetragen bei der Vorstellung der polizeilichen Kriminalstatistik des letzten Jahres. Ich habe es in der letzten Woche vorgetragen bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes. Eine der Lehren aus den Gewalttaten am Wochenende im Schanzenviertel in Hamburg wird sein, dass man künftig noch mehr als bisher mit heftigsten Gewaltausbrüchen rechnen müssen, wenn Linksextremisten zusammenkommen und behaupten, demonstrieren zu wollen. Die Ereignisse rund um den G20-Gipfel müssen auch eine Zäsur für den Blick auf die Gewaltbereitschaft der linksextremistischen Szene sein. Jegliche Versuche, diese Probleme kleinzureden oder zu verharmlosen, sind politisch motiviert und nicht im Sinne der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes. Wie für Rechtsextremisten, so muss auch für Linksextremisten in gleicher Weise gelten. Es darf in den Städten unseres Landes keine tolerierten Rückzugsräume für Gewalttäter geben. Das gilt in Hamburg, das gilt in Berlin und das gilt überall anders auch. Vielen Dank. Haben Sie Fragen? Ja. Herr Minister? Hi. Herr Minister, es gibt ja die Forderung von Politikern der SPD, auch der Union, eine europaweite Extremistendatei, also für Linksextremisten, einzuführen. Auch Ihr Kollege Maas fordert das. Wie stehen Sie dazu? Und zum anderen, warum war es nicht möglich, die europäischen Krawalltouristen, wie sie auch ja bezeichnet wurden, an den Grenzen abzufangen? Sie haben ja gesagt, es wurden zahlreiche rausgefischt, aber offensichtlich nicht alle. Hatte man nicht im Vorfeld des G20-Gipfels Möglichkeit, mit den befreundeten Diensten der entsprechenden Länder, Italien, Skandinavien, auch eben Daten auszutauschen, oder war das einfach nicht möglich technisch? Zunächst will ich Ihnen mitteilen, dass es auf nationaler Ebene eine Gewalttäterdatei links gibt. Das ist eine sogenannte Verbunddatei, die von Bund und Ländern gemeinsam geführt wird. Zweck dieser Datei ist die Verhinderung und Verfolgung politisch motivierter Straftaten. Und diese Datei ist auch rund um das Thema G20 genutzt worden. Es gibt auf internationaler Ebene keine vergleichbaren Dateien. Es gibt allerdings einen institutionalisierten Informationsaustausch zwischen den Sicherheitsbehörden, den gab es auch hier. Es gab entsprechende Verbindungsbeamte, etwa beim Bundespolizeipräsidium. Und auch sonst gab es im Vorfeld Austausch auch über Namen von Extremisten, die als Störer bekannt sind. Die Einführung einer zusätzlichen Datei auf europäischer Ebene halte ich grundsätzlich für sinnvoll, weil sie sozusagen den Informationsabgleich sozusagen vereinheitlicht. Allerdings muss man sich dann verständigen auf gleiche Kriterien. Das ist bei europäischen Dateien immer ein gewisses Problem. So, zu Ihrer zweiten Frage, wie konnten die anreisen? Nun, zunächst sind mehrere hundert zurückgewiesen worden, die als solche bekannt waren. Es hat auch noch mehr Durchsuchungen gegeben. Aber zum Teil gibt es keine Rechtsgrundlage, sie dann an der Einreise in Deutschland zu hindern.
was auch der Fall ist, die sind sozusagen, was auch wichtig ist, die Betroffenen sind ohne ihre Ausrüstung gereist, getrennt, sodass sich Suchungen ergeben haben, dass Stahlzwillen, entsprechende Mittel, um Polizisten zu schädigen, an der Schutzausstattung oder Ähnlichem nicht mitgeführt wurden, sondern die wurden heimlich, klandestin, in kleinsten Gruppen über die Grenze gebracht. Wir reden hier über eine Vorbereitung von 1,5 bis 2 Jahren aus dem linksextremen Bereich. Mich würde nicht wundern, wenn viele der Materialien, mit denen Polizisten verletzt worden sind, längst vor Einführung der Grenzkontrollen nach Deutschland gekommen sind. So, was das für die Zukunft heißt, müssen wir bewerten. Aber das war sozusagen der Punkt. Ja, wir wussten, dass solche Extremisten und einschlägig Bekannte nach Deutschland kommen wollen. Soweit wir eine Rechtsgrundlage haben und sie gefunden haben, haben wir sie daran gehindert. Soweit das nicht der Fall war, mussten wir sie einreisen lassen. Herr Minister, zwei Fragen. Einmal die Frage, etwas übergreifend, konnte das, was da passiert ist am Wochenende, verhindert werden aus Ihrer Sicht, aus Sicht der Sicherheitsbehörden? Und können Sie schon sagen, der Anteil der Linksextremisten unter den Tätern, die dort waren, ist nach dem, was Sie sagen, offensichtlich überwiegend? Haben Sie einen Überblick darüber, ob da auch Rechtsextremisten dabei waren oder vielleicht Hooligans? Man hatte ja den Eindruck, dass da zum Teil einfach Gewalttäter unterwegs waren und nicht politisch motivierte Täter. Zur ersten Frage. Ich bin erstaunt, wie viele Experten es jetzt gibt, die genau Bescheid wissen, was eine richtige taktische Maßnahme der Polizeiführer in einer bestimmten Situation hätte sein müssen. Da rate ich allen mal zur Zurückhaltung. Die Polizeiführer dort aus Hamburg und aus anderen Ländern sind Profis, sind gut vorbereitet. Sie hatten ein ganz anderes Lagebild als jetzt sozusagen die Besserwisser das alles wissen. Und die Erklärung, warum man erst robuste Kräfte zuführen musste in Schanzenviertel, hat mich jedenfalls überzeugt. Ich will allerdings gerne sagen, dass auch ohne jede Aufforderung von irgendwem nach solchen Polizeieinsätzen sowohl in Hamburg wie auch in den Gremien der Innenministerkonferenz solche Einsätze und auch dieser Einsatz gründlichst aufgearbeitet wird. Mit Stärken und Schwächen, mit all dem, was passiert ist, wo Lehren für die Zukunft zu ziehen sind. Und das wird auch hier geschehen. Und wie gesagt, dazu braucht es keine Aufforderung. Das ist etwas, was nach einem jeden solchen Einsatz geschieht und erforderlich ist. Zur zweiten Frage. Es gab nach den mir vorliegenden Informationen am Sonntag, als es nochmal eine Demonstration gab, auch mit sogenannten Autonomen dabei, also mit gewalttätigen Chaoten, gab es auf dem Weg zu der Gewahrsamstelle, da gab es wohl Rechtsextremisten, die dort etwas tun wollten, aber ohne Erfolg. Ob es sonst Rechtsextremisten gab, die sich dort untergemischt haben, darüber habe ich keine Erkenntnisse. Bitte hier. Ja. Von der Kollegin. Kreuzmann, ARD Fernsehen. Herr Minister, es scheint ja so eine Art von Wellen zu geben, wo man sich bevorzugt auf bestimmte Gruppen von Gefährdern und Extremisten konzentriert, nach den NSU-Morden und der Flüchtlingszuwanderung Rechtsextremisten und Islamisten. Muss man den Linksextremismus durchgängig und konsequent im Auge behalten? Hat man das vielleicht in den vergangenen Jahren auch in den Ländern versäumt? Oder würden Sie sagen, das ist halt der unterschiedlichen Gefährdungslage geschuldet? Würden Sie sagen, dass man genauso gegen Linksextremisten mit Vereinsverboten vorgehen muss, wie im Bereich von Rechtsextremisten? Und was bedeutet das zum Beispiel, was Sie vorhin sagten, für Institutionen wie die Rote Flora in Hamburg? Also die Sicherheitsbehörden, namentlich das Bundesamt für Verfassungsschutz und ich als Innenminister, wir haben dem Linksextremismus immer die gleiche Bedeutung eingeräumt wie dem Rechtsextremismus. Das ist aber sozusagen nicht
Das ist nicht überall der Fall, weil es zwischen linksdemokratischen und linksextremistischen Gruppierungen Überlappungen gibt und ein gewisses Empörungsritual, wenn man darauf hinweist, wird sofort werden Polizei und Sicherheitsbehörden verunglimpft. Und das haben wir ja auch in den letzten Tagen in Hamburg erlebt. Die Zahlen haben wir stets vorgetragen, ich habe sie auch vorgetragen, auch der gewalttätigen Linksextremisten. Dort ist kein Anlass zur Entwarnung. Aber richtig ist an dem, was Sie sagen, dass wir und die meistens ja zuständigen Länder bei dem Heranwachsen von Infrastrukturen, die rechtsextremistische Tendenzen begünstigen, zu Recht sehr früh einschreiten. Das bezieht sich zum Beispiel auf bestimmte Orte, das bezieht sich auf die Veranstaltung von Musikkonzerten, das bezieht sich auf vieles andere mehr. Und genau die gleiche Härte und die gleiche Konsequenz ist auch im linksextremistischen Bereich nötig. Und da darf man sich nicht täuschen lassen durch eine verbrämte Form, das sei ein sozusagen legitimer Protest. Ich habe ein Interview in einer großen deutschen Zeitung gelesen am Wochenende, da sagt der Interviewpartner, das Vermummungsverbot ist rechtsstaatlich sowieso problematisch, wir lehnen das ab und deswegen ist es legitim, dass man sich vermummt und deswegen ist es illegitim, wenn die Polizei dagegen vorgeht. Also eine Selbstdefinition dessen, was erlaubter Protest ist oder nicht, diese Versuche, diese Rechtfertigungsversuche gibt es vom linken politischen Lager und dem muss man entschlossen entgegentreten. Zur Roten Flora will ich mich jetzt als Bundesinnenminister nicht äußern. Die Debatte wird sicher geführt worden werden und der erste Bürgermeister Scholz sieht das ja auch so. Hier vorne. Bei mir hat sich selber nicht Herr de Maizière, gab es denn gab es unterschiedliche Lagebewertungen Ihrerseits und in Hamburg selbst? Der Bürgermeister Olaf Scholz hat ja direkt vor dem Gipfel nochmal zur Gelassenheit aufgerufen, hat gesagt, er kann die Sicherheit von allen, also Bürgern und Gästen, garantieren. Sie sagen jetzt, die Chaoten, die angereist sind, die haben sich 1 bis 2 Jahre vorbereitet. Das wissen Sie ja wahrscheinlich dann auch nicht erst seit heute. Heißt das, Sie hatten schon länger Erkenntnisse darüber, was da sozusagen vorbereitet wurde und in Hamburg hat man es anders gesehen? Also da verstehe ich jetzt nicht so ganz, wie man zu so unterschiedlichen Lagebewertungen kommen kann. Nein, es gab eine gemeinsame Lagebewertung. Ich habe sie mit dem Hamburger Innensenator selber ja kurz vor dem G20-Gipfel gemeinsam vorgetragen. Alle Informationen wurden geteilt. Wir haben von etwa 8000 gewaltbereiten Chaoten gesprochen, die sich dort gegebenenfalls einfinden könnten. All das war gemeinsame Lagebeurteilung. Das Ausmaß der Gewalt, insbesondere gegenüber sozusagen Dritten in Kleingruppen, das allerdings war in dieser Dimension neu. Diese extreme Form von Gewalt richtete sich bisher meistens gegen das, was da von diesem chaotischen Lager als Feindbild beschrieben wird. Und das war hier neu und in einer Dimension, wie es sie bisher noch nicht gab. Bewertung war also gemeinsam. Allerdings, ich will jetzt nicht jedes Interview bewerten in der Vergangenheit. Aber dass man bei hoher Wachsamkeit trotzdem Selbstbewusstsein ausstrahlt, dass Deutschland und Hamburg Gastgeber für ein solches G20-Gipfel sein kann, das muss allerdings sein. Und das ist auch richtig so. So, noch eine weitere Frage. Sie? Herr Mark von der Deutschen Welle. Herr Minister, Sie haben über die Krawalltouristen aus dem Ausland gesprochen. Wie ist es denn im Inland? Also sind die Täter, die schon identifiziert wurden,
solche Täter, die Sie quasi aus diesen Gewalttäterdateien kennen? Und können Sie vielleicht auch sowas wie eine Rädelsführerschaft teilweise in Hamburg ausmachen? Oder waren das aus Ihrer Sicht alles spontane Gewaltentladungen? Das, zur ersten Frage, das ist zu früh. Ich kann das von mir aus jetzt noch nicht mitteilen. Auch nicht, wie der Anteil der ausländischen im Verhältnis zu den deutschen Tätern war. Und auch nicht, wie der Anteil der Festnahmen ist. Das wird in den nächsten Tagen sicher von den zuständigen Ermittlungsbehörden mitgeteilt. Zur zweiten Frage, es spricht alles dafür, dass vieles von dem, was dort organisiert worden ist, jenseits der Demonstrationen, die sozusagen in lauterer Absicht durchgeführt wurden, dass alles, was jenseits davon stattgefunden hat, organisiert, vorbereitet und orchestriert war. Sehen Sie, wenn Menschen, die im vermummten Block mitlaufen, mit Kopfhörern im Ohr rumlaufen, mit Funkgeräten und entsprechenden Handys ausgestattet und über jede Aktivität der Polizei sofort Mitteilung machen, dann spricht vieles dafür, dass es irgendjemand gibt, der diese Mitteilung entgegennimmt. Und deswegen gehe ich davon aus, dass das organisiert war und wohl organisiert war. Dass da dann möglicherweise einiges aus dem Ruder geraten ist, das mag sein. Das ist aber keine Entschuldigung oder Rechtfertigung für all diejenigen, die so etwas organisieren. Wenn man schon teilnimmt an einer Demonstration, die heißt Welcome to Hell, übersetzt Welcome, willkommen zur Hölle, dann ist das bereits das Eingeständnis, dass man auf friedliche Demonstrationen zu verzichten bereit ist. Und ich habe darauf hingewiesen, wenn dann die Polizei ihren gesetzlichen Auftrag erfüllt und Vermummte von anderen Demonstranten trennt und die dann die Polizei hindern, ihre Arbeit zu machen, daraufhin die Polizei beworfen wird und daraufhin die Polizei beschimpft wird, und zwar nicht von einzelnen Demonstranten, sondern von einem Rädelsführer mit einem Megafon, dann spricht das für eine klammheimliche oder offene Kooperation dieser Demonstranten mit dem vermummten Block. Und das geht nicht. Und deswegen sind natürlich insbesondere solche Organisatoren, von denen einige sich dann hinterher als Unschuldslämmer darstellen, denke ich, besonderer Kritik ausgesetzt. Und das muss man auch so laut sagen. So, vielen Dank nochmal für Ihr Kommen. Soweit Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Und diese letzte Aussage, die er hier getroffen hat im Innenministerium, die ist doch recht bezeichnend, Achim Unser. Er sagte nämlich, dass nicht nur die zu verurteilen sind, die da Gewalt begangen haben, sondern eben auch Demonstranten, die Sympathien zeigen. Ja, genau, das hat ja Thomas Strobel heute Morgen, der Innenminister von Baden-Württemberg, zu mir in einem Gespräch auch schon gesagt. Aber fassen wir nochmal zusammen, was Thomas de Maizière gesagt hat. Er hat gesagt, bei den Demonstrationen von Linksextremen müssen wir auch in Zukunft mit heftigsten Gewaltausbrüchen rechnen. Also das ganz klar auch eine Lagebeurteilung von ihm, dass das wieder passieren kann und dass man sich besser darauf vorbereiten muss. Er hat gesagt, rechtsfreie Räume wie das Schanzenviertel rund um die Rote Flora, das müsste auch in Zukunft verhindert werden. Und interessant war auch die Aussage, dass er sagte, diese Linksextremisten, die Chaoten, die hätten eine Vorbereitungszeit von 1 bis 1,5 Jahre gehabt. Da gab es dann auch gleich die kritische Nachfrage, ja, was heißt das denn? Weil Olaf Scholz hat ja im Vorfeld gesagt, man brauche sich keine Sorgen machen. Hat man da unterschiedliche Lageeinschätzungen? Und Thomas de Maizière sagte, nein, wir hatten da immer eine gemeinsame Lageeinschätzung. Wir haben die Informationen miteinander ausgetauscht. Also bei dieser Antwort kam er da noch ein bisschen ins Schwimmen, weil das würde ja tatsächlich heißen, man hat in Hamburg gewusst, dass diese sich sehr lange vorher schon vorbereitet haben, schon ihre Zwillen mit diesen Stahlkugeln nach Hamburg geschafft haben, bevor überhaupt die Grenzkontrollen stattgefunden haben. Und da muss man tatsächlich dann noch einmal in Zukunft gucken, wie das wirklich alles vonstatten gegangen ist, ob es da eventuell doch Versäumnisse gab. Achim, unser Dankeschön. Und damit steht natürlich jetzt auch im Zentrum des Interesses die Rote Flora auf dem Schanzenviertel in Hamburg, vor der Jens Reupert steht. Es regnet, wie wir sehen bei dir. Inwiefern befürchten denn jetzt auch eben Menschen aus der Roten Flora, dass es ihnen an den Kragen gehen könnte, dass jetzt vielleicht doch mal dieses Gebäude geräumt werden könnte?
Ich glaube, das müssen Sie befürchten. Es ist ein großes Thema hier in Hamburg, wie es weitergeht im Schanzenviertel mit der Roten Flora. Das ist ja ein Theatergebäude, das seit 1989 besetzt wird. Das ist das Herz des Schanzenviertels, das Herz der linken Szene. Und die Frage ist tatsächlich, wie es damit jetzt politisch weitergeht. Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat diese Frage bekommen bei der Pressekonferenz, die wir gerade übertragen haben. Und da hieß es ganz klar, Hamburg muss das jetzt irgendwie klären, nämlich der erste Bürgermeister Olaf Scholz. Wir hatten heute Morgen hier bei uns am Set den Oppositionsführer hier in Hamburg, den CDU-Fraktionschef. Und er hat gesagt, dass man ran muss an das Thema Rote Flora. Also es wird jetzt vieles hinterfragt, was lange Zeit selbstverständlich war. Und was viele hier im Viertel stört, ist, dass die Distanzierungen nicht ausgesprochen werden von den Verantwortlichen der Roten Flora. Das können wir auch bildlich sehen heute an diesem Montag. Wir können uns das ja mal anschauen. Das ist das Gebäude, das ist die Rote Flora. Wir sehen viele Transparente zu verschiedenen Themen. Da ist es zum einen gegen jeden Antisemitismus. Das ist das große gelbe Plakat ganz oben. Dann geht es da um Widerstand allgemein und es geht um den Kampf gegen den Kapitalismus. Das sind alles wichtige Themen, alles Kernthemen der Roten Flora, aber es geht in keinster Weise um die Ereignisse des vergangenen Wochenendes, um den G20-Gipfel und die damit verbundene Randale. Direkt hier vor der Haustür der Roten Flora, möchte man fast sagen. Wie gesagt, das stört den einen oder anderen. Da wird ein gewisser Druck jetzt sicherlich auch aufgebaut werden. Die Frage ist, was dann am Ende das Ergebnis sein wird. Apropos Ergebnis, Jens Reupert, erstmal ganz herzlichen Dank. Damit die Frage weiter zu Paul Willmann vors Polizeipräsidium in Hamburg. Hofft denn jetzt auch die Hamburger Polizei auf mehr Unterstützung, um eben im linksextremen Lager besser durchgreifen zu können? Genau so ist es. Das hat man auch direkt nach den Ausschreitungen schon formuliert. Man stört sich ohnehin hier im Polizeipräsidium schon länger auch an der Rolle der Roten Flora, die ja auch so ein bisschen zum Stadtbild gehört und irgendwie auch in die Kulturszene eingebettet ist. Und das hat man zumindest hier den Eindruck, hindert auch so ein bisschen die Zugriffsmöglichkeiten. Da wird die Forderung laut, dass man auch von der Politik deutlich mehr Unterstützung bekommt und natürlich auch parallel, dass die Justiz auch mitzieht. Denn diese Aussage fand ich doch gestern auch sehr interessant, dass man da auch enttäuscht ist auf Seiten der Polizei. Man liefert unheimlich viele Videodateien. Man ist bei jedem Einsatz dabei, alles zu dokumentieren, um dann eben auch die möglichen nötigen Beweismaterialien heranzuschaffen. Und man fühlt sich da etwas alleingelassen, auch von der Justiz. Denn am Ende, wenn man dann vergleicht, wie viele tatsächliche Verurteilungen es dann gibt im Verhältnis zu den Verhaftungen, da ist man dann doch über eine ziemlich magere Bilanz weitestgehend enttäuscht. Interessant fand ich auch noch die Aussage zu dem Vergleich Rechtsextremismus, Linksextremismus, was Thomas de Maizière sagte. Da kam doch etwas durch zwischen den Zeilen, dass man bei rechter Kriminalität doch deutlich mehr sensibilisiert sei an der einen oder anderen Stelle. Er sagte beispielsweise bei den Konzerten. Und dann müsse man das eben jetzt ab jetzt auch auf die linke Ecke weiter ausbreiten. Paul Willmann, ganz herzlichen Dank. Und diese politische Aufarbeitung des G20-Gipfels, vor allem der Krawalle, wird uns noch weiter im Laufe des Nachrichtentages beschäftigen. Selbstverständlich, hier geht es jetzt erstmal weiter mit Meilensteinen der Technik, das Römische Reich. Bis später.